Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, wie ihr vielleicht gerade schon sehen könnt, hat sich hier ein wenig was geändert. Im Hintergrund hier, kleine neue Deko, leuchtet leider nicht mehr so geil, wie es eigentlich sollte. Ich weiß nicht, das Ding frisst Batterien ohne Ende. High Quality. Apropos High Quality, wie ihr sehen könnt, Bild ist besser geworden, hoffe ich. Ich habe noch lange hin und her und mit einer neuen Kamera, mit Hersteller und Händler und Pipapo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr seid mit der neuen Bildqualität zufrieden und schreibt mir gerne dazu Feedback unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Aber darum soll es ja in diesem Fall nicht gehen. Nein, heute geht es um ein neues Mediabook. Und wenn dieses Video online ist, könnt ihr es auch direkt bestellen. Und zwar exklusiv im Koch-Online-Shop. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gibt es jetzt zu bestellen Holing 2. Ja. Mir wurde als Feedback gegeben, ich soll doch mal nicht nur die Mediabooks vorstellen, sondern auch mal einen kleinen Exkurs bzw. meine Meinung zu dem Film kundtun. Also wenn ihr jetzt nur hier seid wegen dem Mediabook, sorry. Aber egal, darum, wie gesagt, in Howling geht es um Werwölfe, wie man bei diesem Cover hier sich schon denken kann. Und um bei der Realität zu bleiben, dieses Cover hier ist um einiges gruseliger als der Film selber. Es handelt sich hierbei um einen Trash-Film. Ja, muss man leider so sagen, aber es ist ein sehr, sehr guter Trash-Film. Ich würde ihn sogar für Schläferz empfehlen. Da habe ich einige Trash-Filme gesehen, die haben schon beim Zuschauen wehgetan. Die waren einfach nur so schlecht, dass sie nicht mal unterhalten haben. Das kann ich von Howling 2 nicht behaupten. Howling 1 damals großer Erfolg und auch immer noch eine wunderbar gealterte B-Movie-Perle, würde ich sie nennen, vom Regisseur Joe Dante, ich weiß nicht, wie man jetzt genau ausspricht. Ihr kennt ihn, ich habe euch schon mal vorgestellt, blende ich euch hier oben ein, das Mediabook zu Meine teuflischen Nachbarn, auch von ihm, und die meisten von euch werden es kennen, natürlich Gremlins. Ja, dieser Regisseur hat Teil 1 gedreht, Teil 2 hat dementsprechend nichts damit zu tun. Obwohl hier in diesem Film auch einigermaßen für B-Movies hochkarätig besetzt ist. Und zwar der gute Christopher Lee spielt hier mit. Viele kennen ihn noch aus den alten Dracula-Filmen oder von Manowar. Ne? Da hat er ja auch mitgemacht bei ein, zwei Liedern. Christopher Lee, viele kennen ihn halt als Dracula oder als Vampir. Und die B-Movie-Frau schlechthin, Sybil Dunning, die wahrscheinlich nur eingestellt wurde für diesen Film wegen zwei schlagkräftigen Argumenten. Ihr wisst Bescheid. Diese Szene übrigens, also man sieht sie, man sieht auch öfter Brüste in dem Film, ja. Es tut mir leid, Leute, kleine Kinder, bitte jetzt abschalten. Man sieht öfter Brüste in diesem Film und es gibt auch eine sehr creepige Werwolf-Sexszene. Also wer bei auf seiner Lieblings-Porno-Seite gerne mal die Kategorie Harry anklickt, ist vielleicht hier durchaus gut bedient. Also Erotik in diesem Film durchaus vorhanden und ja, auch einige nette Splatter-Effekte. Nicht so viele, aber der Film wechselt sich durchaus ab mit quatschiger Handlung. Sachen, die einem Fragezeichen ins Gesicht schreiben, aber die durchaus wirklich, wirklich unterhalten. Das ist für mich so eine Sache, die bei einem Trashfilm für mich sehr wichtig ist. Die Logiklücken, das gehört einfach dazu. Sachen einfach dann, die passieren, wo man sich fragt, warum passiert das, wieso passiert das? Bei einer Verfolgungsjagd, wer verfolgt hier eigentlich wen und wo ist oben und unten und warum wird jetzt wieder diese Szene eingeblendet? Keine Ahnung. Aber an dieser Stelle ist The Howling 2 durchaus zu empfehlen, weil er wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist. Ja, was noch, kleine Randnotiz vielleicht noch, in dem Film gibt es eine Post-Punk-Band, die das Titellied für diesen Film geschrieben hat. Dreimal dürft ihr raten, wie das Lied heißt. Habt ihr nicht von mir. Aber ihr werdet es, wenn ihr das mögt, könnt ihr euch freuen, weil es kommt ungefähr 20.000 Mal in diesem Film vor. Genauso wie auch im Abspann ungefähr, ich glaube, 17 Mal die gute Sibyl oben ohne zu sehen ist.
Also auf die Szene war man wohl sehr stolz, dass man dem Abspann durchaus öfter mal zeigen musste. Aber ja, also meine Empfehlung, durchaus zu empfehlen, Schläferz, lieber Oliver Kalkofe, lieber Peter Rütten, falls ihr das sehen solltet, ich weiß, ihr tut es nicht, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, bitte The Holding 2 als Schläferz, ich würde es mir sehr wünschen. Aber lange Rede, lange Rede, sehr viel Sinn. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Mediabook, weswegen wir ja eigentlich auch hier sind, etwas genauer an. So, und da sind wir jetzt nun auch in der Tischansicht. Also, ich muss sagen, das Cover finde ich mega gelungen. Also dieser Werwolf hier drauf ist besser als alles, was man im Film zu sehen bekommt. Und sieht natürlich absolut genial aus. Hier unten natürlich als allererstes mal der Aufkleber. FSK 16 ist der Film, also ein bisschen Blut ist wie gesagt drin. Ganz wichtige Randinfo natürlich noch hier, der zweite Teil der Holing-Saga. Ich glaube, mittlerweile gibt es so um die 7. Ich glaube, der letzte war von 2010, 11 oder so. Alles natürlich so B-Movies. Ich glaube, Holing 3 kam noch ins Kino. Alles darüber ist direkt on Video gekommen. Also das spricht quasi für Qualität. Ihr wisst Bescheid. Ne? Wie schon erwähnt, mit Christopher Lee und Sybil Dunning. Ach, und ganz wichtig, wir haben hier ein 3-Disc-Mediabook. Das heißt, nicht nur den Film auf Blu-ray und DVD. Nein, wir haben hier noch ein extra Blu-ray drin mit der Doku Scream Queens. Sollte nicht unerwähnt bleiben. Meine Empfehlung zu empfehlen. So, und jetzt der Live-Test. Live on Camera, ob mir hier das Mediabook zerreißt oder... Verdammte Axt. Kleines bisschen ist Kleber hängen geblieben. Das hätte auch so schön sein können, ne? Aber lässt sich restlos entfernen. So ein kleines bisschen Kleber, aber den wische ich dann nachher ab. Aber ansonsten, Mediabook ist heile geblieben, hat funktioniert. Ja, und dann sehen wir auch hier den Titel The Holing, das Tier. Holing 2, Entschuldigung. Also hier mit dem schönen Werwolf. Kleine Info hier unten noch, Blu-ray und DVD. Ansonsten sehr cleanes Cover, gefällt mir sehr gut. Das Bein, nur der englische Titel, The Holing und Blu-ray DVD Logo, nichts Besonderes. Rückseite ist dann schon wieder ein bisschen aufregender, hier haben wir die gute Sibyl und hier sehen wir auch schon die zwei schlagkräftigen Argumente und Christopher Lee natürlich als Dracula bezeichnet, beziehungsweise das, wofür man ihn kennt, Dracula. Was wirklich ein bisschen interessant, also natürlich hier die allgemeinen Infos, was in dem Film so los ist, ne, worum es also geht und... Aber wie gesagt, wirklich interessant sind hier an dieser Stelle erstmal die Extras. Und zwar haben wir hier wirklich einiges. Also hier wird Extras groß geschrieben, weil es Extras ist ein Nomen. So, wir haben hier die Dokumentation Scream Queens, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, dass sie 80 Minuten circa geht. Schon ziemlich cool. Dann haben wir natürlich den Audiokommentar des Regisseurs. Der hat übrigens später auch ziemlich viele Filme gedreht mit größeren Leuten wie Rutger Hauer zum Beispiel. Kommen wir aber später nochmal zu. Audiokommentar des Komponisten, Steve Parson, der hat halt quasi auch diese Band da gegründet. Ich glaube, die wurde extra, wie gesagt, für den Film gegründet. Kleiner Funfact an dieser Stelle, die Band, beziehungsweise die haben den Film in Tschechien gedreht, damals noch hinter dem Eisernen Vorhang und braucht natürlich dann Punk-Statisten für die Disco-Szene und haben damals echte tschechische Punks da zusammen getrommelt, was in der oder hinter dem Eisernen Vorhang in der Sowjetunion durchaus nicht gerade erlaubt war. Also von daher ziemlich authentisch, die Konzertbilder. Falls ihr mal sehen wollt, wie tschechische Punks in den 80ern aussahen, wisst Bescheid. Auf jeden Fall ziemlich cool und auch das Lied ist auch ziemlich cool, finde ich, aber es wird halt wirklich in dem Film totgedudelt. Aber egal, es lohnt sich. Was haben wir noch? Ja, noch Interview mit einigen Leuten, hier Darsteller. Also das ist schon ziemlich cool. Mit dem Make-up-Artist, ja, gut. Na, was hat er sich dabei gedacht? Ne? Also Holing 1 hat schon ziemlich geile Effekte gehabt. Ein Klassiker, wie gesagt, schlechthin. Hier eher so Mittel, sagen wir mal so. Müssen wir mal sagen, die Transformationsszenen beschränken sich doch relativ. Und gerade das ist natürlich bei so einem Werwolf-Film für mich persönlich zumindest relevant. Dann mein allerliebstes Extra natürlich, die Bildergalerie darf auf keinen Fall fehlen. Und natürlich
weil wir hier ein Mediabook haben, ein 24-seitiges Booklet. Aber da kommen wir jetzt ja zu. So. Und zwar haben wir hier, ach, dieser verdammte Aufkleber. Verdammten Aufkleber. Hm. Fangen wir mal hier hinten an, weil hier hinten ist die DVD. Und was ziemlich nice ist, was mir beim Cover der Scheiben aufgefallen ist, die sind quasi eine Art durchnummeriert. Und zwar in halt dieser Clown-Form. Hier, erste Scheibe 1. Und die Antagonistin, die Sibyl, hier wieder mal in einem sehr schönen Outfit, in einem schönen Schwarz-Rot gehalten. Gefällt mir sehr gut. Unter der Scheibe drunter nochmal ein kleiner Spruch, finde ich auch schon ziemlich stark. Bring the beast out of you. Ja, denn die macht Werwölfe. Sehr gut. So, wir kommen zur Frontseite hier. Und wie ihr sehen könnt, der Film auf Blu-ray ist nummeriert mit der 2. Das finde ich schon ziemlich cool. Und die Doku ist dann Scheibe 3. Und hier sehen wir übrigens auch den Originaltitel bzw. den anderen Originaltitel, den dieser Film hat. Your Sister is a Bitch, a Werewolf Bitch. Beziehungsweise Your Sister is a Werewolf Bitch ist, glaube ich, der Originaltitel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das spielt nochmal auf diesen Titel drauf an. Ich glaube, auch wenn ich jetzt gerade diese schönen Begriffe hier gesagt habe, ist auch gerade mal schön die YouTube-Monetarisierung flöten gegangen. Egal. So, und hier bei dem wunderbaren Christopher Lee mit einem ziemlich kleinen Messerchen. Naja, ist auch ziemlich hässlich, muss ich sagen, das Messerchen. Aber hier, ne, Holding das Tier. Fängt schon mal gut an und hier endlich mal ein Farbbild. Ne? Wir haben hier die gute Sibyl wieder mal und man merkt wirklich, wofür sie da eingestellt wurde. Der Text, hier geschrieben von Stefan Jung, ist ziemlich geil, weil am Anfang macht er so quasi so ein bisschen so eine kleine Einführung in die Werwolf-Filme und setzt dann quasi Holing 2 im Kontext mit diesem Film, also sehr, sehr lesenswert. Auch nochmal Hintergrundinfos zum Regisseur und so weiter. Hier, Stirber Werewolf Bitch. So lautet quasi der Original-Titel. Und das fand ich übrigens auch ein sehr gutes Zitat, falls man das jetzt hier lesen kann. Splatter, Sex und Post-Punk Gothic Trash, das Tier als wild gewordenes Mischwesen. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut und kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Guter Mann, guter Text und wie ihr sehen könnt, auch ordentlich Text. Also da könnt ihr ruhig mal abends mal einen ganzen Abend vorm Schlafen gehen im Bettchen mal was lesen. Ja, wieder die gute Sibyl und natürlich ziemlich genial, der Quellennachweis. Finde ich auch mal ganz interessant. Hier noch kleine Infos über den Autor. Und hier hinten sehen wir nochmal einen der Werwölfe. Das war die Vorstellung des wundervollen Mediabooks von Koch Holing 2. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Falls ihr das nicht verpassen wollt, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, die Glocke zu drücken. YouTube ist mit seinem Algorithmus immer sehr, sehr sparsam. Teilweise werden auch Leute mit Glocke nicht benachrichtigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist da durchaus höher. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, Feedback. Habt ihr den Film gesehen? Lasst uns gerne diskutieren in den Kommentaren. Das freut mich immer sehr. Ich antworte auf jeden Kommentar. Wenn ich nicht auf euren Kommentar antworte, liegt es an YouTube. Ich habe schon wieder Kommentare oben in der Benachrichtigung gesehen, wenn ich dann draufgeklickt habe. Konnte ich nicht darauf antworten, da war der Kommentar verschwunden. Also, falls ihr keine Antwort bekommt, danke YouTube. Wenn ihr eine bekommt, danke mir. Ne? Alles klar. Okay, Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.